Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Bevor der allerdings startet, muss ich euch die neue Herbstkollektion zeigen, beziehungsweise ein Set davon. Es gibt so viele tolle neue Teile bei Oceans Apart. Ihr seht schon, wirklich mit ganz neuen Gestaltungen hier. Super verliebt. Ich zeige euch jetzt mal mein Set, was ich gerade anhabe. Ich bin absolut in love. Es gibt tolle neue Modelle, neue Schnitte, neue Farben. Also schaut sehr gerne vorbei. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Mit meinem Code AmandaNew bekommt ihr ganze 2 Gratisteile, also ein komplettes Set ab einem Mindestbestellwert von 89 Euro. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und ich zeige euch jetzt mal mein Outfit. Erst einmal der Pulli, der ist so, so, so genial. Ich liebe es ja, dass die Pullis bei Oceans Apart Taschen haben. Ich finde das so, so, so genial und einfach nur praktisch im Alltag. Ich habe hier ein wunderschönes Set in diesem wunderschönen Oliv. Das sieht so nice aus. Eine absolute geniale Herbstfarbe. So ein bisschen Oversize ist es auf jeden Fall geschnitten. Ich komme hier natürlich gerade mit meinem Babybauch rein. Ich trage hier übrigens die Größe L. Aber ihr seht schon an den Ärmeln und so. Ich mag das ja, wenn die so ein bisschen, wenn man sich dann da so einkuscheln kann, wenn wirklich die kalten Tage kommen. Und ihr habt es gerade schon gesehen, das Logo steht diesmal nicht gerade oder so rundlich drauf, sondern so geschwungen. Ich finde das so schön. Das ist auch alles eingenäht, also da ist nichts drauf gedruckt. Super, super schön, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und innen habt ihr einen schönen Kuschelfell, damit ihr perfekt durch den Herbst kommt. Und beim Pulli hatte ich jetzt hier diesen Sport-BH an und diese tolle Leggings, die ist so, so, so nice. Ich liebe die. Schaut mal, die hat hier so eine Streifenoptik, die so nice ist. Das ist ein absolut weiches Material und super elastisch. Also wie gesagt, ich trage hier die Größe L und ihr seht das, mein Babybauch passt hier sogar rein und hinterlässt auch keinerlei Abdrücke, weil es einfach ein super stretchiges, weiches Material ist, genauso wie der Bra. Ich liebe den. Also ich habe eine mittlere Oberweite, würde ich mal sagen. Und ich finde diese dünnen Träger so schön optisch und habe auch nicht das Gefühl, dass die mich hier irgendwie einschneiden oder irgendwas. Also super, super comfy zum Tragen, egal ob im Alltag, ob man irgendwas im Haushalt macht, mit den Kids unternimmt, draußen irgendwo ist. Ich finde es so, so schön mit einer Bluse zum Beispiel drüber oder irgendwie ein Top, wo man das hier eben noch so ein bisschen raussieht oder halt eben zum Sport machen, finde ich auch komplett geeignet, weil die trotzdem so ein, ich würde sagen, jetzt dieser Bra macht so einen mittleren Halt ungefähr. Ich würde vielleicht nicht unbedingt joggen gehen, aber sobald man irgendwie ein paar Übungen zu Hause macht oder im Fitnessstudio oder ein bisschen, was weiß ich, Stepper oder Yoga oder sowas, ist es völlig fein. Hinten ist der Bra übrigens überkreuzt. Könnt ihr den Bra nochmal von nahem sehen? Richtig, richtig schön. Ich liebe die. Trage die momentan auch nur noch, weil es aktuell gerade ein bisschen warm ist. Aber ab morgen sollen die Temperaturen wieder runtergehen. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Jahreszeit, wenn es jetzt ein bisschen kühler wird und man einfach mit einem, ja, mit einem Hoodie rausgehen kann. Ich liebe ja die ganzen Hoodies und mit den Zippern zum Beispiel oder die ganzen Pullis von Oceans Apart. Ich finde die einfach so kuschelig, weich, gemütlich und überhaupt. Also ich persönlich freue mich tatsächlich auf den Herbst, weil ich habe genug vom Sommer. Mir ist so unglaublich heiß. Schaut euch sehr gerne die neue Herbstkollektion an. Die ist wirklich super schön. Die neuen Schnitte sind mega genial. Dürft ihr nicht verpassen, deswegen schaut gerne vorbei. Ich werde euch, wie gesagt, den direkten Link in die Infobox verlinken und mein Code AmandaNew gilt ab einem Mindestbestellwert von 89 Euro, wo ihr ganze 2 Sachen gratis bekommt. Das ist mega, weil das ist ein komplettes Set. Da könnt ihr euch zum Beispiel das, was ich gerade trage, einmal im Schwarz gibt es zum Beispiel gerade, könnt ihr euch das zum Beispiel gratis in den Warenkorb legen. Also mega, mega genial, wie ich finde. Und ja, viel Spaß beim Shoppen und für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. So, ich habe jetzt hier einmal gerade durchgesaugt. Hier sieht es jetzt gerade so aus, dass alles wieder leer ist, wo das Bett hinkommen soll, außer hier die Ecke. Und hier ist jetzt natürlich alles hingeschoben worden. Aber ja, ich habe jetzt hier einmal durchgesaugt und werde mal ganz kurz mit dem Schmutzradierer so ein bisschen die Wand bearbeiten. Auch wenn das Bett davor stehen wird, aber trotzdem. Genau, das mache ich jetzt schnell, weil die werden die nächsten Minuten kommen. Hier sind jetzt gerade deren Matratzen. Ich habe die abgezogen und werde jetzt gleich die Wäsche auch anmachen. Genau, und die Bettwäsche einmal durchwaschen, weil die war ja jetzt auch die ganze Zeit auf dem Boden und so weiter. Deswegen, ja. Ansonsten, mein Mann hat gestern alles hochgetragen. Dieses Regal, das, die ganzen Bücher. Wir haben so viele Bücher, unglaublich. Ja, hier hinten alles voll. Das Zimmer sah so groß aus. Aber jetzt, wo alles voll ist, Chaos.
Ich wollte euch zwei, drei aufgebrauchte Sachen zeigen. Und zwar einmal die Hygieneseife, habe ich gerade schon gesagt, von den Kids No Touch ist leer gegangen. Dann gestern habe ich ja gebadet und da ist mir das hier leer gegangen von Nivea, die Creme Soft, der Badeschaum. Ich liebe ihn, kaufe ihn immer und immer wieder nach. Dann von Balea ein Duschpeeling Summer Liebe. Das ist eine uralte Flasche gewesen. Ich bin ja dabei, immer noch alles Mögliche aufzubrauchen. Und ja, mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Und mein Rasierschaum, was ich euch gerade gesagt habe, dass ich neu geholt habe, weil es leer gegangen ist, ist leer gegangen von Balea und zwar dieser hier. Der hatte eine richtig leckere rote Früchte-Duftrichtung, Limited Edition. Es hat sehr, sehr, sehr gut gerochen und das ist auch gestern leer gegangen. Genau. Und das war's. So, jetzt werde ich mal schnell mit dem Schmutzradierer ein bisschen drüber gehen, die Wand wieder weiß machen und dann müssten die ja eigentlich jeden Moment kommen und das Bett liefern. Ich freue mich. So, ich bin richtig motiviert. Ich habe gerade das Treppenhaus geputzt. Ich habe die Treppen zwar noch nicht, aber das ganze Treppengeländer, weil ich muss echt gestehen, wir benutzen den Handlauf eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, wenn wir hochgehen, halten wir uns immer hier an den Stangen fest, auch die Kids. Auf jeden Fall, so sehen diese Schmutzradierer dann aus, wenn man sie einmal komplett auseinandergenommen hat. Wirklich, ja, ich habe jetzt aber komplett das ganze Gelände einmal sauber gemacht. Da sind dann immer wieder, ach, weiß ich was für Schmutzflecken, Abdrücke, was weiß ich was. Jetzt ist alles sauber auf jeden Fall. Und ich habe auch ein bisschen die Wände gemacht. Also hier die Wand habe ich gerade gemacht und auch oben im Flur habe ich die Wand gemacht. Genau. Ja, mach einfach mal ein bisschen was. Weil die Spedition ist noch nicht da, aber ist auch erst 10 Minuten her, dass die Spedition hätte da sein sollen, aber alles gut. Ich nehme jetzt den nächsten Schmutzradierer und mache weiter. Und wenn die weg sind, oder soll ich noch auf die IKEA-Lieferung warten, weil ich ja die Treppenstufen auch einmal gründlich sauber machen möchte. Keine Ahnung, aber das Treppenhaus war wirklich auch dringend, dringend notwendig. So, die Spedition war da gewesen. Es sind 5 Pakete. Oh Gott, ich bin froh, dass sie das hier hochgetragen haben, weil die scheinen sehr, sehr schwer zu sein. Okay, ich denke, ich werde die jetzt, weil wir gerade die auf den Boden legen, einfach mal aufschneiden und nach und nach schauen, dass ich die einzelnen Bretter nur rauslege. Dann kann ich schon mal die Kartons wegmachen und ja, ich gucke mal einfach, wie weit ich komme. Genau, aber das Bett ist endlich da. Ich habe das. Ich zeige es euch direkt, falls da nämlich dann im Nachhinein Fragen kommen sollten. Also, bei der Firma habe ich das bestellt. E-Mob. Genau, dieses Bett gibt es aber in vielen verschiedenen Versandhäusern, auch bei Otto und Co. Und das ist das Bett. Also das sind die ganzen Bezeichnungen. So sieht es aus. Und das sind halt eben die 5, die jetzt geliefert wurden. Aber ja, so wird das Bett aussehen. Und das ist die Artikelnummer. Nur falls jemand das Bett dann interessieren sollte, könnt ihr auf der Seite nachschauen. Gefühlte 5 Stunden später habe ich mal die 5 Kartons ausgepackt. Also wirklich, das ist so viel Zeugs. Das hier alles. Hier ist mehrere übereinander. Hier und im Flur. Und die Wäsche habe ich gerade mal angemacht, damit ich die ganzen, also die komplette Bettwäsche von morgens mal wasche. Ich werde mir jetzt eine Pizza in den Ofen schmeißen. Darauf freue ich mich schon seit Tagen. Ich habe gesagt, wenn die Ferien vorbei sind, dann gönne ich mir einfach mal eine Fertigpizza. Ein Tag mal kein Kochen und irgendwas machen. Richtig genial. Ja, und während die Pizza nämlich die 20 Minuten im Ofen ist, werde ich mal mein heutiges Video weiterschneiden, weil ich habe keine Lust, später dann so unter Zeitdruck zu kommen. Deswegen, ich möchte versuchen, das fertig zu haben. Jetzt ist alles oben schon mal ausgepackt. Mein Mann hat schon gerade mit mir geschimpft und gesagt, ich soll aufhören und soll warten, bis er Feierabend hat. Ist ja in 2 Stunden der Fall von daher aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern, gar nicht mehr gemeldet, aber deswegen zeige ich euch jetzt sofort das Ergebnis. Ohne Umwege. Mein Mann ist gerade los und bringt die Kids in den Kindergarten.
Sieh jetzt schon blauer Himmel, Sonnenschein, so genial, aber noch super, super frisch. Aber es sollen jetzt 26 Grad werden und zwar jeden Tag. Ich habe gerade einen Wetterbericht geschaut, komplett. Also die nächsten 10 Tage ist 25, 26 Grad Sonnenschein angesagt. Also richtig, richtig, richtig genial. Ja, jetzt aber auch genug gelüftet, meine Güte. Es ist wirklich noch sehr frisch. Da muss man, ja. So, also. Erstmal Update zu gestern, weswegen ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich bin um, was war das, 1:15 Uhr oder irgendwie sowas, bin ich hier hoch und habe dann angefangen, also davor, bevor ich Mittag gegessen habe, habe ich die ganzen Regale und sowas, also die ganzen Bretter und so weiter ausgepackt, genau. Und dann bin ich nochmal um 1:15 Uhr ungefähr hier hoch und hatte noch ein Paket zum Auspacken, genau. Und habe dann angefangen schon mal so ein paar, weil die ersten Steps auf der Anleitung, die übrigens Katastrophe ist, kennt ihr diese Anleitung, wo ihr euch denkt so, Gott, wer hat die denn zusammengestellt, wo man wirklich Rätsel raten muss, gefühlt. So eine Anleitung war das. Also die Anleitung war echt nicht cool gewesen. Aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt und dann ist man in dem Flow drin, aber es gibt geilere Anleitungen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, diese Vorbereitungen zu treffen, sozusagen, wo man wirklich in verschiedenste Bretter erstmal die ganzen Schrauben und Dübel und was weiß ich was. Und Dübel vor allen Dingen, oh Gott. Ihr wisst, was ich meine. Die ganze Schraube und Co. erstmal überall reinmacht, bevor man dann anfängt, die ganzen Sachen zusammenzustecken. Und es hat auch echt lang, also bis mein Mann kam, war ich immer noch damit beschäftigt, sozusagen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, zusammen da hier rumzuwerkeln und haben tatsächlich gute 5 Stunden gebraucht. In der Anleitung steht, man braucht 3 Stunden, 15 Minuten mit 2 Personen. Aber also erstens habe ich einiges, wobei ich habe eigentlich ganz normal gearbeitet, aber ich habe halt vieles nicht gehoben. Also mein Mann hat dann immer die schweren Bretter gehoben und ich habe sie halt irgendwie dann dran geschraubt oder so. Uns ist eigentlich auch kein Fail passiert, was uns irgendwie Zeit gekostet hätte. Wir haben ganz normal aufgebaut, weder super schnell noch super langsam, also ganz normal. Also, keine Ahnung, diese 3 Stunden, wo die sich die hergezogen haben, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es ist übelst unrealistisch und ich bin wirklich, was so Aufbauen und sowas betrifft, wirklich, also bin ja, ist jetzt schon mal so doof an, wenn man sich selber lobt, aber ich habe handwerklich, muss ich echt sagen, bin ich da begabt. Also, ich habe da schon die wildesten Sachen auf und abgebaut und gemacht und getan, also gefühlt mein Leben lang. Ich habe schon immer alles selber aufgebaut. Ich habe noch nie irgendwie jemanden bezahlt, der irgendwas für mich aufbaut. Egal, was für Möbelstücke es sind. Oder generell irgendwelche Arbeiten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die 3 Stunden sind definitiv unrealistisch, falls euch so ein Bett interessiert. Auf jeden Fall zeige ich es euch jetzt einfach mal. Muss mal gucken, dass ich alles drauf bekomme. Das ist das neue Hochbett. Alles drumherum bleibt nicht so stehen. Ich habe mir heute vorgenommen, das Zimmer hier zu machen. Also zu gucken, wo kommt was hin. Und dann, weil wir haben ja alles hier einfach in die Ecke geschoben und ja, einfach nochmal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Aber ich drehe mal die Kamera rum, damit ich euch das Bett ein bisschen besser zeigen kann. Ja, Miami, schon wieder neues Möbelstück, gell? Findest du auch nicht so, ich weiß auch nicht. Die denkt sich auch die ganze Woche schon oder die ganzen letzten 2 Wochen, was ist hier los? Gestern oder vorgestern, wann das war, wo Laras Zimmer komplett leer war. Die ist da reingelaufen, hat mich angeguckt, so richtig nach dem Motto, so, was ist hier los? Wo sind meine Möbelstücke? Wir haben die Matte übrigens gestern noch hier hingelegt, weil ich dachte mir so, ah, wenn Elias doch irgendwie runterfallen sollte im Schlaf oder sowas, aber es ist nichts passiert. Funktioniert alles super. Deswegen, ich habe mich extra für so ein Bett entschieden, was hier an der Seite nochmal eine Treppe hat. Hier sind auch so Anti-Rutsch-Dinger nochmal drauf. Anstatt eine, bei den meisten Hochbetten gibt es eine, die so gerade von oben nach unten geht. Und da hatte ich tatsächlich Angst, wenn er dann da abends im Halbschlaf gefühlt runterkommt. Deswegen hatte ich mich hauptsächlich dafür entschieden. Und an der Seite hat das nämlich hier noch so,
Regal, also ja, da kann man halt eben auch noch Sachen verstauen. Das mit dem Kabel und so, das bleibt auch alles nicht. Wir haben gestern nur die Toni-Boxen eingestöpselt. Ja, und die obere Etage ist Lias seine. Was ich halt mega finde, ist, dass man hier halt eben noch diese Fächer hat. Da kann man auch noch Dekosachen hinstellen. Da steht jetzt zum Beispiel die Toni-Box, die ganzen Tonis, Taschentücher und sein Getränk. Das muss übrigens immer in diesem Flamingo sein. Das Ding ist uralt, das hatte ich irgendwann mal in irgendeiner Goodie-Bag drin gehabt. Er liebt es und gibt es überhaupt nicht mehr her. Das muss auch gefühlt in jeden Urlaub mit. Voll schlimm. Naja, auf jeden Fall, da kommen dann noch Kuscheltiere und Bücher und was weiß ich was. Aber das haben wir. Wir sind gestern wirklich um kurz nach 7 fertig geworden, muss man sich vorstellen. Das werde ich alles heute richten. Hier kommen Bilder hin und so weiter. Das wird alles noch schön gemacht. Und das ist Samu seine Etage. Auch da hat man viel Abstellmöglichkeit, aber auch hier oben auf dem großen Brett theoretisch. Genau. Und ich habe das hier. Deswegen ist es auch noch voller Sticker. Die alten Betten waren ja voller Sticker-Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ich es lassen soll, ob es dann dadurch ein bisschen bunter wird oder ob ich es wegmachen soll. Auf jeden Fall dieser Rausfallschutz, der ist noch vom alten Bett von Lias. Genau, aber hier, wie man sieht, ist nichts. Und der Samu ist noch zu klein. Der wird auf jeden Fall rauskullern. Deswegen haben wir das nochmal jetzt in Gebrauch genommen. Genau. Ja, so schaut's aus. Das ist unser neues Möbelstück hier im Haus. Das neue Hochbett von den Jungs. Ich finde es richtig, richtig nice, weil es halt so massiv ist. Es hat nicht so, also jetzt hier zwar diese Stäbchen, aber die meisten Hochbetten haben ja diese Stäbchen und dann hier diese Treppe und irgendwie, keine Ahnung, ich finde die optisch alle nicht so hübsch. Und das hier ist so ein richtiges, ja, schweres Massivholzbett. Also das hält auch einiges aus. Es hat zum Beispiel hier pro Treppe 100 Kilo dürfen da drauf. Also pro Treppe sogar. Das ist richtig krass. Also das ist super, super schwer und robust und ja, sowas hatte ich eben auch gesucht. Also dieses Bett hält auf jeden Fall für einige Jahre, sagen wir es mal so. Definitiv. Und ich finde es halt auch nicht so, so kitschig oder so, muss ich echt sagen. Deswegen, das finde ich finde es echt richtig, richtig schön. Naja. So, das wollte ich euch jetzt direkt zeigen, bevor ich jetzt anfange, keine Ahnung, zu filmen und euch das dann doch nicht mehr zeige. Ach, die Zeit geht manchmal zu schnell rum. Wir sind gestern wirklich, also mein Mann hat ja um 2 Uhr Feierabend gemacht. Und da haben wir aber noch, oder da hatte ich noch so ein bisschen mit den Vorbereitungen zu tun. So richtig losgelegt hatten wir, glaube ich, so um 3:15, würde ich jetzt ungefähr schätzen, genau. Mit richtig zusammenbauen und so weiter. Und wir waren aber gestern auch wirklich erst so gegen, ja, 7. Ja, vielleicht, ja, gegen 7 waren wir ungefähr fertig, weil die Jungs sind um 8 Uhr ins Bett und dazwischen, als wir fertig waren, hatte ich halt eben einmal alles abgewischt und dann die Matratzen drüber geholt und alles frisch bezogen und ein bisschen hergerichtet und so weiter. Ja, also es war wirklich, das sind einige Stunden auf jeden Fall gewesen. Und wir hatten tatsächlich keine Pause dazwischen gemacht. Also ich hatte ja davor Mittag gegessen und ich war wirklich von dem Moment, 1:15 Uhr oder sowas, war ich hier im Zimmer und habe es verlassen um 8 Uhr, als ich gesagt habe, gute Nacht und bin raus aus diesem Zimmer. Ich habe nichts anderes gemacht, wirklich gar nichts, außer ab und zu mal auf Toilette zu gehen. Aber ansonsten irgendwo mich hingesetzt oder irgendwas, gar nichts. Das habe ich gestern auch gespürt. Also als ich dann, ich bin dann wirklich nur runter, habe meinen Laptop geschnappt, mich auf die Couch gesetzt, mein Video online gestellt. Das ist das, was ich gemeint habe. Es war sehr gut, dass ich das morgens vorbereitet hatte. Ich hätte abends safe keinen Vlog mehr zu Ende geschnitten oder irgendwas gemacht. Und ja, auf jeden Fall habe ich das echt gemerkt, weil ich hatte abends dann echt harten Bauch, Unterleibschmerzen. Oh no, 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 und das ging echt ein bisschen drunter drüber. Da habe ich mich hingelegt und bin eigentlich relativ schnell eingeschlafen, muss ich sagen. Mein Mann hat mich irgendwann geweckt, dann bin ich hoch und habe wirklich die Nacht durchgeschlafen. Ich habe so gut heute Nacht geschlafen. Ich fühle mich so erholt. Mir tut nichts weh. Alles ist super. Ich kann in den nächsten Tag oder in den neuen Tag durchstarten. Heute kommt meine Mama. Ich denke, so gegen 1:30 Uhr, 2 Uhr oder sowas ist sie hier. Und eigentlich ist heute geplant, mit Lias ins Kino zu gehen. Also, dass wir den Lias früher vom Kindergarten abholen und meine Schwester und ich und meine Mutter und den Lias
fahren ins Zentrum. Meine Schwester und ich wollten einfach dort ein bisschen bummeln, die Zeit verbringen und meine Mutter und Elias ins Kino gehen. Und wenn die fertig sind, fahren wir wieder nach Hause. Also wirklich einfach nur so für diese anderthalb, zwei Stunden. Und mein Mann würde dann den Samu vom Kindergarten abholen. Genau, das war der ursprüngliche Plan. Jetzt war es aber so, dass der Elias gesagt hat, er möchte gar nicht ins Kino, weil er hat sein neues Hochbett. Also das ist, er hat auch nichts anderes gemacht heute Morgen, als in seinem Hochbett zu sitzen und dort drin zu spielen sozusagen. Und ja, meine Mutter meinte dann halt, dass wir nicht gehen müssen. Wir können ja das erstens das Wetter genießen, aber sie will unbedingt mit uns Fenster putzen. Meine Schwester hat schon die ganzen Fenster bei sich drüben geputzt. Sie braucht aber noch die Dachfenster und sie hat momentan so ein, sie möchte nicht auf, also grundsätzlich, abgesehen von der Schwangerschaft, hat sie irgendwie mit den Jahren ein Höhenproblem entwickelt. Sie mag das nicht, auf so hohen Leitern zu stehen und bei den, also so auf einem ganz normalen Stuhl zu stehen oder sowas, ist gar kein Thema. Aber für die Dachfenster, wenn du die umkippst und zum Putzen hast, die sind sehr weit oben. Du musst auf eine richtige Leiter richtig hochsteigen. Und ja, deswegen hatte meine Mutter gesagt, ja, dann wir können doch ein paar Fenster putzen und einfach ja das Wetter genießen, weil es werden einfach 26 Grad schon genial. Da gibt es auch Besseres zu tun, als eigentlich im Kino zu sitzen. Also hin und her und jetzt ist es aber immer noch ein Hin und Her, weil ich habe den Elias gerade gefragt und er hat gemeint, nee, wir können nächste Woche ins Kino gehen, er will sich mit seinem Hochbett beschäftigen, ja. Und dann meinte mein Mann, ja, du kannst doch das Hochbett der Omi zeigen und dann könnt ihr trotzdem ins Kino gehen. Und dann meinte er, ja, ja, okay und ja, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, ehrlich gesagt, was wir machen, wie wir es machen. I don't know, auf jeden Fall möchte ich jetzt gleich erst einmal frühstücken, mein heutiges Video schneiden. Sobald ich das gemacht habe, ich möchte mich wirklich beeilen, möchte ich dieses Zimmer, wenn es irgendwie machbar ist, heute fertig kriegen. Es sei denn, wir gehen wirklich ins Kino, weil dann müssten wir um, keine Ahnung, 2 Uhr ungefähr hier weg, weil ich muss noch mal nach den Filmen gucken, wann genau die anfangen, weil ich glaube, die fangen, nee, wir müssten um 3 Uhr hier weg, weil die fangen um 4 irgendwie sowas an. Dann wird es natürlich eine knackige Angelegenheit, dann schaffe ich das auf gar keinen Fall. Aber falls wir den Tag doch zu Hause bleiben sollten, dann, ich möchte dieses Zimmer ready kriegen. Ich möchte einfach, dass es so wirklich fertig ist, mit allem drum und dran. Ich werde hier die Fenster putzen und alles aufräumen und organisieren und noch einmal dann richtig durchwischen. Was heißt richtig durchwischen? Aber dadurch, ich habe ja gestern hier nur gesaugt. Nachdem wir alles fertig hatten, weil klar sind irgendwo mal irgendwie Holz oder Späne oder whatever. Aber ich möchte nochmal, dass hier dann frisch durchgewischt ist und. Und deswegen, ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie der Tag sich entwickelt. Aber falls wir doch ins Kino gehen sollten, dann, ich gebe mein Bestes, das Zimmer heute fertig zu kriegen. Ansonsten dann morgen, definitiv. Genau, Badezimmer. Ich muss ganz dringend Badezimmer grundreinigen. Und ja, dann werde ich mich die nächsten Tage, also diese Woche sozusagen, ist geplant, ja, diese Etage hier so ein bisschen ready zu kriegen, sage ich mal. Weil bei mir oben im Zimmer werde ich jetzt erstmal gar nichts machen. Es macht gar keinen Sinn. Ich muss warten, bis die letzten Möbel da sind. Und die kommen ja am Montag. Und dann, wenn da die letzten Schränke stehen, weil dann kann der hier eben nach oben sozusagen oder der Inhalt und genau und die ganzen Sachen, die dann oben bei mir noch rumstehen und so weiter und mein Zimmer ist auch gerade nicht so, das hat nicht so die Priorität, sagen wir es mal so. Die Schränke stehen so, wie sie stehen sollen und alles andere, wo jetzt final Schminktisch steht und ah, was weiß ich was, das kann man alles noch rumschieben und das ist überhaupt nicht wichtig. Ich möchte eher, dass dieses Chaos hier weg ist, weil mir ist nicht wichtig, dass dieses Kinderzimmer hier von Lara komplett perfekt ist. Aber das hier funktioniert auch nicht. Das ist, ja, Miami, du weißt auch nicht wohin, gell? Also mir geht es wirklich nicht darum, dass ich hier ein perfekt eingerichtetes, tolles Kinderzimmer habe und. Aber das hier geht auch nicht. Das muss wirklich irgendwie ein bisschen Struktur bekommen. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall was ändern. Da muss ich gucken, wie, wo, was. Abgesehen jetzt natürlich vom Schrank und vom Inhalt und sowas. Das kann man immer noch rumschieben oder so. Aber diese Situation macht mich irre. Das geht gar nicht.
Und ja, deswegen, ich möchte diese zwei Kinderzimmer irgendwie unter Kontrolle bekommen und die Fenster putzen, hier auf dieser Etage. Genau, es sind ja nur 4 Stück, von daher aus sollte ich das alles geregelt bekommen diese Woche. Genau, und das Badezimmer grundreinigen, das, da kann ich echt einen Tag für gefühlt einplanen, habe ich das Gefühl. Also, pff, ja, so, das ist der Plan für diese Woche. Mal gucken, was ich noch zwischendurch gebacken bekomme, weil das Ding ist halt, dass die Woche relativ viel ansteht. Also jetzt, wie gesagt, heute, dass wir dann wahrscheinlich ab 3 Uhr schon gar nicht mehr zu Hause sind. Morgen, ich glaube, morgen ist ein freier Tag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Frei im Sinne von, ich kann irgendwas anderes machen. So, jetzt bin ich schnell mal gerade reingekommen beim Runterlaufen. Bin gerade dabei, mir Frühstück zu machen. Ich habe jetzt gerade mal hier auf meinen schlauen Terminkalender geschaut. Am Mittwoch ist nämlich Logopädentermin. So. Übrigens, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was mit mir los ist, die Woche ist doch nicht diese Waldwoche. Ich habe extra diesen Logopädentermin verschoben. Völlig umsonst, super. Weil es eine doofe Uhrzeit ist, 14.45 Uhr. Das ist halt so, wenn er da fertig ist, kann ich eigentlich den Samen vom Kindergarten abholen und nach Hause fahren. Auf jeden Fall ist die Woche nicht Waldwoche, sondern erst noch nicht mal nächste, sondern übernächste Woche. Ich weiß nicht, was ich da für einen Blödsinn gemacht habe in meinem Kopf. Ich muss da gleich nochmal nachschauen, denn man hat mir gerade Bescheid gesagt. Auf jeden Fall, genau, steht es nur für Mittwoch an. Also muss ich da auch ein bisschen früher raus. Und am Donnerstag um 9 Uhr ist der nächste Frauenarzttermin. Da freue ich mich sehr drauf, um 9 Uhr morgens. Aber danach ist eigentlich nichts geplant. Danach geht's ab nach Hause. Da habe ich aber Kooperationen an dem Tag. Also muss ich auch ein bisschen was vorbereiten und drehen. Am Freitag komme ich ja in die 34. Woche. Und da werden die Krankenhausanmeldung ist dann da fällig. Das ist dann online. Das ist aber ist schon eine Zeit lang, was man da auch investieren muss an Zeit, weil da einiges eingetragen, aufgeschrieben werden muss. Und am Samstag haben wir einen Deko-Auftrag tatsächlich. Oh mein Gott, die einen oder anderen werden sagen, ihr seid krass oder ihr seid gestört. Ja, wir haben tatsächlich noch einen Deko-Auftrag angenommen und wahrscheinlich sogar noch einen weiteren für nächste Woche. Wir kriegen momentan tatsächlich sehr viele Anfragen und wir sind gerade dabei, alles abzulehnen, weil es teilweise dann halt wirklich erst in 3, 4, 5 Wochen ist und da funktioniert es jetzt auf gar keinen Fall mehr. Aber jetzt fühlen wir uns noch sozusagen in der Lage dazu. Also dieses Wochenende steht ein Deko-Auftrag an für einen ersten Geburtstag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, joa. Also jeden Tag ist irgendwas, aber eher Kleinigkeiten, wo ich ein paar Stunden nur beschäftigt bin. Also sowas wie Frauenarzttermin oder Logopädentermin, wo ich dann halt irgendwie mal 2 Stunden von zu Hause weg bin oder länger, aber dann wieder daheim bin. Genau, ja. Deko-Auftrag am Samstag bedeutet abbauen am Sonntag. Also da sind wir ja auch an beiden Tagen dann halt unterwegs. Und ja, das ist so das, was diese Woche ansteht. Also mal gucken, wie weit ich dann halt eben hier im Haus komme. Aber das habe ich mir vorgenommen, dass der erste Stock mal so ein bisschen fertig und ready gemacht wird, weil ich kann es nicht mehr sehen. Die 2 Zimmer sehen aus. Puh, Katastrophe. Aber wir haben ja auch darauf gewartet, dass das Hochbett dann halt da ist und dass man dann einfach, ja, überhaupt den Platz hat, weil durch die Matratzen, die auf dem Boden lagen, war ja alles einfach nur durcheinander. Deswegen jetzt hat man den Platz und jetzt gucken wir mal, wo was hinkommt, was vielleicht auch doch in Laras Zimmer kommt oder doch noch zu den Jungs und ja, von den Möbelstücken halt eben her. So, jetzt reicht's aber. Oh, heiß. Heute esse ich mal ganz simpel Toastbrot. So, und werde direkt anfangen, mein Video zu schneiden. Und sobald ich fertig bin mit meinem Video, mit dem Frühstücken, ab nach oben direkt loslegen und so viel schaffen, wie es irgendwie nur möglich ist. Das ist der Plan. So, ganz kurzes Update einfach mal und für mich kurze Schnaufpause. Ja, mittlerweile schon 20 vor 12. Ich habe gefrühstückt. Ich habe mein Video für heute geschnitten. Ich habe alle E-Mails beantwortet. Richtig nice. Weil da waren auch welche dabei, wo ich ein bisschen länger gebraucht habe, tatsächlich. Genau. Und dann habe ich jetzt einmal das komplette Haus gestaubsaugt. Das hat irgendwie gefühlt ewig gedauert. Hier unten habe ich abgestaubt.
und dann das ganze Haus gestaubsaugt und vor allen Dingen die Treppen mal nicht nur normal gestaubsaugt, sondern auch die hochgehoben und darunter mal gestaubsaugt. Das mache ich nicht jedes Mal, aber jetzt habe ich es mal wieder gemacht. Genau, dann habe ich gerade die Küche einmal komplett sauber gemacht und hier auch alle Tische und alles Mögliche abgewischt. Ihr seht schon, die Stühle sind beiseite, weil ich jetzt nämlich einmal hier durchwischen muss. Ganz dringend, weil es sind so viele Flecken auf dem Boden. Ganz dringend wischen. Und dann mache ich hier unten das kleine Badezimmer mal schnell sauber. Dann ist nämlich hier unten alles Roger sozusagen. Und dann mache ich im Kinderzimmer weiter. Genau. Also wir gehen heute tatsächlich, also diese Kinogeschichte hat sich erledigt. Es war ja so ein Hin und Her. Ich hatte jetzt nämlich geschaut, wann dieser Film überhaupt losgeht. Und zwar ist es so, dass dieser Film heute gar nicht läuft. Das ist schon mal Problem Nummer eins. Und die nächsten Tage läuft er auch immer nur um 13.30 Uhr am Nachmittag. Total bescheuert. Ja, deswegen muss man das auf ein Wochenende auf jeden Fall legen. Wir werden es aber wahrscheinlich nicht dieses Wochenende machen, weil dieses Wochenende haben wir bei uns im Ort ein großes Fest, was einmal im Jahr stattfindet. Und dort, ja, da sind auch Tiere und verschiedene Stände und was weiß ich was. Und das ist dann halt viel Interesse. Also da gehen wir halt auf jeden Fall hin. Und das mit Kino müssen wir mal wieder verschieben. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil der Elias ist da, wird da nicht traurig sein, weil er selber von sich aus die ganze Zeit gesagt hat, dass er gar nicht ins Kino gehen möchte, weil er jetzt auf sein Bett sozusagen fixiert ist. Genau, und es ist nur verschoben, nicht abgesagt. Genau, deswegen, ja, meine Mama wird aber so 1.30 Uhr, 2 Uhr ungefähr kommen. Und ja, dann mal gucken, meine Schwester geht, oh Gott, sie vom Bahnhof abholen und dann auch noch einkaufen. Wir wollen einen gemischten, also so einen großen gemischten Salatteller machen mit Puten drauf. Genau, habe ich richtig Lust, weil es wird ja heute 26 Grad und da tut sowas einfach gut. Genau, das wird dann später unser Mittagessen. Ja, und bis sie da ist, werde ich einfach mal hier nochmal ein bisschen rumwuseln. Also wie gesagt, schon mal jetzt einmal das Erdgeschoss und dann fange ich bei den Kinderzimmern an, weil wie gesagt, hier unten echt dringend notwendig, sowohl das kleine Bad einmal zu putzen, als auch hier der Fußboden und Abstauben. So, es war alles notwendig. Deswegen, ja, mache ich das mal und dann, ja, mal gucken, wie der Tag sich noch so entwickelt. Aber es wird auf jeden Fall ein Putz- und Aufräumtag. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Es tut mir leid, wir haben mittlerweile 7:45. Meine Mama ist nämlich gerade los. Wir saßen, als sie gekommen ist, waren wir eigentlich dabei oder haben direkt das Essen gemacht sozusagen. Ich habe ja hier gekocht. Dann saßen wir wirklich bestimmt, was weiß ich, 1-2 Stunden am Tisch, haben gequatscht, gegessen und so weiter. Ich hatte dann zwischendurch die Kids vom Kindergarten abgeholt. Dann waren wir oben bei mir und die sind, also meine Schwester und meine Mutter sind die ganzen Sachen durchgegangen, die ich so aussortiert hatte. Da waren wir auch eine Zeit lang oben und jetzt waren wir eine Zeit lang bei meiner Schwester drüben, haben noch gequatscht, bestimmt so eine Stunde oder so. Die Jungs hatten drüben Abend gegessen und jetzt der Samu schon im Bett und der Elias jetzt auch gleich. Er durfte aber noch vor mit zur Straße meine Mutter wegbringen. Und keine Ahnung, der Tag ging so rum. Bevor meine Mutter gekommen ist, habe ich hier noch, ich weiß gar nicht, was ich euch das letzte Mal, was ich euch zuletzt gezeigt habe, aber ich habe hier alles durchgewischt, das kleine Badezimmer geputzt. Also hier unten ist alles tutto completi ready sozusagen. Und ich habe im großen Badezimmer oben angefangen. Das Einzige, was ich nicht geschafft hatte, weil dann sind sie gekommen und wir haben dann Mittagessen gemacht, es fehlt tatsächlich oben nur noch die Badewanne. Ich habe wirklich gerade vor allen Dingen die Dusche mal richtig geschrubbt. Bei uns sind ja so Mosaiksteine auf dem Boden und wenn man mit einem normalen Lappen oder Schwamm oder sowas da drüber geht, dann macht man sich die komplett kaputt, die Schwämme. Das ist voll nervig. Und ich habe dann hier so eine alte Bürste genommen und die in diesem Dr. Beckmann Putzstein da rum, also rum gemacht und bin dann über diese Mosaiksteine drüber gegangen. Und Leute, die waren noch nie so sauber. Das hat so gut funktioniert, richtig nice. Es war natürlich mega viel Arbeit, aber ja. Ansonsten, das komplette Bad ist
fertig, wirklich, also Toilette und Armaturen und Spiegel und alles drum und dran. Ich habe auch die Waschmaschine einmal durchlaufen lassen mit Dr. Bettmann Hygienespülmaschinenreiniger. Genau, bei 60 Grad. Genau, also es ist wirklich oben alles fertig, muss wirklich nur noch die Badewanne gemacht werden und dann einmal durchgewischt. Das ist natürlich das, was ich immer am Schluss dann halt eben mache. Das mache ich aber morgen früh direkt. Und dann ist das Bad endlich auch fertig. Genau. Joa. So viel dazu. Ich wollte euch noch ein paar aufgebrauchte Sachen zeigen, die welche leer gegangen sind. Ganz, ganz kurz. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Dann sind diese Putzschwämme leer gegangen. Dann richtig genialer Duft von WC Ente. Das ist das, was man in die Toilette so reinstempelt. Gibt es ja hier so eine Flower-Version, was ganz, ganz neu ist. Ich habe keine Ahnung, ob es eine LE ist oder dauerhaft, aber es riecht so gut. Das ganze Badezimmer riecht so nach Blumen, aber nicht so penetrant, sondern so angenehm, wie wenn man irgendwo Duftstäbchen stehen hätte. Also wirklich richtig nice. Dann von Denk mit die Allzweck Tücher, diese feuchten Tücher sind leer gegangen. Dann von Carefree die Long Plus Slip Einlagen und von Swiffer die Dinger sind leer gegangen. Genau, ja, das war's. Kann ich jetzt dann auch mal wegschmeißen. Habe es aber extra mal aufgehoben, um euch zu zeigen, was ich heute so aufgebraucht habe. Es war dann doch schon einiges, aber vieles war halt ja kurz vorm Leersein. Jetzt kommen sie gerade wieder. Ja. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.